So, aus dem Buch von Elfriede Theumer, Borstel, der Walddoktor, aus dem Verlag Junge Welt Berlin. Geschichten von Herrn Fuchs und Frau Elster, Borstel, Hoppe, Mauz und der ganzen Waldgesellschaft. Ja, das war Cobra 1972 und so weiter, Printeinsel GDA. Illustration von Erich Gürzig. Und hier der fliegende Fuchs. Na gut. An einem Sommertag steht Herr Fuchs auf dem Dach seines Hauses und hält die Nase schnuppernd in den Wind. Staunen soll die Elster, sagt er. Die Wette wird sie verlieren. Hat doch Frau Elster behauptet, ein Fuchs kann nicht fliegen. Aber ich werde ihr zeigen, dass ich es kann. Den buschigen Schwanz, steil in die Höhe gestreckt, nimmt Herr Fuchs Anlauf. Mit zwei Sprüngen ist er am Rand des Daches. Dort bremst er den Schwung und schaut hinunter auf die Wiese. Wie ein grüner Teppich mit vielen weißen Tupfeln sieht sie von oben aus. Langsam geht Herr Fuchs zurück. Vorsichtig. Dann aber stellt er die Ohren steif, läuft los, springt ab. Mit allen vier Beinen rudert er heftig in der Luft. Doch er fliegt nicht. Wie ein schwerer Sack fällt Herr Fuchs auf die Erde. Eine Weile ist es still, dann rappelt er sich mühsam auf. Borstel und Hoppel, die in der Nähe Verstecken spielen, hören das Jammern und laufen zum Fuchsbau. Herr Fuchs, haben Sie sich verletzt? Sind Sie vom Dach gefallen? Was wollten Sie dort? Herr Fuchs ist wütend. Er hat die Wette verloren. Die Pfote tut weh und nur noch diese Fragerei. Fliegen wollte ich, jawohl, fliegen wie Frau Elster, knurrt er ärgerlich. Aber Sie haben doch keine Flügel, Herr Fuchs. Borstel sieht den Fuchs erstaunt an. Doch Herr Fuchs hält nur seine schmerzende Pfote hoch und antwortet nicht. Zu allem Unglück kommt nun auch Frau Elster angeflogen. Na nun, Herr Fuchs, ist Ihnen etwas passiert? Da bekommt Herr Fuchs zornige Augen. Ja, sehen Sie nur, schimpft er. Daran sind Sie ganz allein schuld. Hätte ich nur nicht mit Ihnen gewettet. Frau Elster ist empört. Ich soll daran schuld sein? Habe ich nicht immer gesagt, Sie können nicht fliegen? Borstel und Hoppel geben ihr recht. Fliegen kann nur, wer Flügel hat. Wenn Herr Fuchs trotzdem zu fliegen versucht, ist das eine gefährliche Sache. Herr Fuchs ist ärgerlich, weil er daran nicht gedacht hat. Helfen Sie mir, Frau Elster, reden Sie nicht so viel. Sehen Sie nicht, wie krank ich bin? Wie soll ich Ihnen helfen? Fragt Frau Elster. Auch Borstel denkt nach. Wie könnte man Herrn Fuchs nur helfen? Die Pfote schmerzt sicher sehr. Vielleicht ist sie gebrochen? Am besten wäre es, wenn Frau Elster zu Onkel Uwe fliegen würde, sagt Borstel. Der weiß bestimmt Rat. Als Onkel Uwe mit der dicken Verbandstasche eintrifft, weiß er schon alles. Vorsichtig untersucht er die verletzte Pfote. Die Pfote ist verstaucht. Ich werde einen Verband anlegen, damit sie schön ruhig liegt. Während Onkel Uwe die Binde um die Pfote wickelt, legt Herr Fuchs den Kopf auf die Seite, kneift die Augen klein und hält ganz still. Borstel und Hoppel schauen zu, wie Onkel Uwe den Verband anlegt, gleichmäßig, damit festsitzt und nicht rutscht. Er nimmt noch ein Dreiecktuch aus seiner Sanitätstasche, legt es um die kranke Pfote und knotet es am Hals des Fuchses zusammen. So, lieber Fuchs, ein paar Tage Ruhe und es wird Ihnen sicher besser gehen. Dann sollten Sie aber besser auf Ihren vier Beinen laufen, anstatt fliegen zu wollen. Hat doch die Elster den Schnabel nicht halten können, knurrt Herr Fuchs. An die dumme Wette möchte er nicht mehr erinnert werden. Er humpelt zu seinem Bau und setzt sich auf die Bank in die Sonne. Er wird Onkel Uwes Rat befolgen. Als Borstel, Hoppel, Frau Elster und Onkel Uwe nach Hause gehen, sagt Onkel Uwe, gut, dass Frau Elster mich noch erreicht hat. Ich wollte gerade einen Besuch machen. Die Elster plustert ihr Gefieder. Ja, wenn ich nicht gewesen wäre. Im Wald passiert überhaupt sehr viel. Herr Uwe, der kleine Hamster hat am Sonntag das kalte Quellwasser getrunken und bekam Bauchschmerzen. Herr Dachs schlief gestern vor seinem Bau auf der kalten Erde und tat nur den Schnupfen. Der Buntspecht klagte über Halsschmerzen, weil er in einem nassen, faulen Baum nach Käfern suchte. Sie mussten alle den weiten Weg zu Frau Puppen Dr. Pille gehen. Einen ganzen Tag war Herr Dachs unterwegs. Im Märchenwald müsste eine Stelle sein, wo sich jeder Medizin holen kann, meint Borstel. Vielleicht ein richtiges Krankenhaus? Fragt Hoppel und spitzt seine langen
Hasenohren. Nein, ein Krankenhaus nicht, antwortet Onkel U bedächtig. Wir brauchten eine Waldstation, wo alle lernen können, wie man gesund bleibt. Und damit ist Schluss.